Klar, ich hätte jetzt wieder was zum Thema Rassismus hätte ich was schreiben können, ja. Das ist ja auch wichtig, gerade angesichts dieser rassistischen, nationalistischen Bewegung, die wir in ganz Europa haben. Ich hätte was zum Thema Integration schreiben können, warum ich glaube, dass sie nicht gescheitert ist oder so. Oder mich wieder in die aktuellen Debatten einbringen können, die es so rund um den Islam gibt. Aber darauf hatte ich überhaupt keine Lust, weil das ist nicht... Also ich finde, es kann nicht sein, dass wir Muslime uns nur verteidigen und dass wir uns erklären und rechtfertigen und die Agenda von anderen vorgegeben wird und wir reagieren so drauf, sondern ich wollte etwas schreiben, was mich selber bewegt und wo ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil die öffentlich geführten Debatten sind in der Regel relativ hohl, sie wiederholen sich, sie kreisen immer über dieselben Themen, sie sind... Es ist nicht das, was die Menschen wirklich bewegt, sondern das sind Debatten, die politisch genutzt werden, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Und ja, den Schuh wollte ich mir nicht anziehen. Eine Motivation war sicherlich die Erfahrung nach vielen Gesprächen, die ich hatte, dass es zum einen kein Verständnis davon gibt, was Glaube heute bedeuten kann. Also die Leute verstehen unter Glaube etwas, womit ich mich nicht identifizieren kann. Das ist so eine Art, Gläubige sind naiv, Gläubige sind ein bisschen... Ja, so leichtgläubig, und dass man Rationalität und Spiritualität nicht zusammendenkt. Und dieses Buch ist für mich so eine Art Möglichkeit gewesen, etwas ausführlicher auch zu beschreiben, warum ich glaube, obwohl der Islam ja jetzt nicht unbedingt die Religion ist, die am beliebtesten wäre. Es gibt ein unglaubliches Islam-Bashing und trotzdem sind die Muslime halten an ihrem Glauben fest. Was ist der Grund dafür? Was ist so das, was dahinter steht, was Menschen antreibt? Also ich schreibe viel über unsere Familie, ich schreibe über meinen Vater, was ihn politisiert hat, was ihn aktiviert hat, auch später dann zu einem spirituellen Menschen hat werden lassen. Und von daher ist mir jedes Kapitel irgendwo ans Herz gewachsen, weil jedes Kapitel nicht nur ein theoretisches oder ein kritischer Kommentar ist, sondern immer auch einen persönlichen Touch hat und immer auch, ich versuche diesen persönlichen Bezug bewusst auch herzustellen. Es geht um Gott natürlich, ein Begriff, den man ja gar nicht so gerne verwendet, also um Spiritualität, um das höhere Prinzip hinter allem. Aber es geht auch um Liebe in Zeiten des Kapitalismus, es geht um Schönheit in Zeiten von Instagram, es geht um Vernunft, aber es geht auch um den Tod. Und wenn das Buch dazu führen würde, dass Menschen sich angesprochen fühlen oder Menschen ein Verständnis dafür entwickeln können, warum es Menschen gibt, die festhalten am Islam zum Beispiel oder an einen Glauben an Gott und dass das nicht einfach nur so eine Idee ist, sondern eine tiefgehende Erfahrung dahinter steht, dann wäre das schon ein großer Schritt, auch ein Schritt in Richtung Verstehen und ein Schritt in Richtung sich gegenseitig auch respektieren können, auf Augenhöhe miteinander sprechen können und zusammenwachsen können als Gesellschaft. Insofern ist es dann natürlich auch ein Schritt in Richtung Integration, wobei es dann, glaube ich, gar nicht um diese Trennung zwischen Muslime und Nicht-Muslime geht, sondern es geht um Menschen, die auf der Suche nach etwas Tiefergehendem sind und um Menschen, die rein säkular glauben, da ist nichts und trotzdem aber vielleicht ein Bedürfnis haben nach etwas, was sein könnte.